Europas Rolle. Europa ist eine Nahostmacht, wenn Sie so wollen. Europa ist ein vis-à-vis der islamischen Welt, seit die islamische Welt im 7. Jahrhundert und im 8. Jahrhundert entstand. Europa hat den Mittleren Osten gestaltet, seit spätestens der napoleonischen Expedition Soldat Songez, 40 siècles vous contemplez, jenes berühmte Napoleon-Wort, 40 Jahrhunderte blicken auf euch herab, der Beginn der europäischen Kolonisation Ägyptens mit der Schlacht an den Pyramiden im Juli 1798. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa seinen Einfluss verloren. Die Briten und die Franzosen haben versucht, 1956 ihn noch einmal zurückzugewinnen. Sie sind gescheitert an den Amerikanern. Jetzt, in dieser Situation, da der Nahe Osten aufbricht, ist Amerika keine Nahostmacht mehr. Der Einfluss Amerikas ist drastisch gesunken. Aber nicht nur deswegen, sondern weil die Menschen aufbrechen mit den Werten, von denen wir ihnen immer deutlich gemacht haben, wie wichtig sie sind. Würde und Freiheit. Da stellt sich heraus, dass Europa sich überhaupt nicht dissoziieren kann, dass das, was dort geschieht, ein Teil unserer Zukunft ist. Begreifen wir das, dass das ein Teil unserer Zukunft ist? Und ich sage, die Stellung Europas im internationalen System des 21. Jahrhunderts wird ganz wesentlich von der Qualität der Beziehungen abhängen, die Europa zu seiner islamisch geprägten Nachbarschaft entwickelt, den Arabern, den Türken, den Iranern und vielleicht noch andere. Also, was Europa braucht in dieser Situation, ist eine inklusive Wahrnehmung. Europa muss verstehen, dass das, was dort geschieht, einschließlich der Flüchtlinge aus diesem Raum, etwas ist, was uns betrifft und wo wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten müssen, die heißt Entwicklung des arabischen Raumes, heißt Vermittlung von Wissen, Transfer von Technologie, faire Kooperation, faire Kooperation. Das müssen die Stichworte sein, unter denen Europa antritt. Europa braucht also das, was wir im Augenblick leider nicht haben, eine Vision. Es wäre jetzt interessant zu sehen, was in den vergangenen Monaten auf europäischer Ebene bereits an Maßnahmen angelaufen ist. Das können wir vielleicht in der Diskussion ansprechen. Aber die Kernfrage ist doch weitreichend. Am Anfang steht die Kernfrage nach der Inklusivität oder Exklusivität. Werden wir das begreifen, dass es ein Teil unserer Zukunft ist, oder werden wir abwehrend auf der Matte stehen gegen Flüchtlinge, gegen Extremisten, gegen militanten Islam und ich weiß nicht, wen wir noch erfinden werden. Viele hatten wir ja schon erfunden in der Vergangenheit, um uns das alles vom Hals zu halten. Dann wird Europa im 21. Jahrhundert am Rand der Geschichte, am Rand seiner Zukunft, am Rand der Weltpolitik stehen. Das ist also die eigentliche Frage, die gestellt ist, die Frage nach einer wirklichen Partnerschaft. Diese Partnerschaft, die sich organisieren wird, und auch das nur ein Stichwort, auf dialogische Weise. Wir werden nicht mehr diktieren können. Wir werden keine Blueprints liefern können. Wir können nur Ideen liefern, wie diese arabischen Völker Vorschläge, kritisch festgemacht an unseren eigenen Erfahrungen, wie diese arabischen Völker all die Unsicherheiten lösen, in die sie sich jetzt selbst freiwillig begeben haben. Dialogisieren wir über Demokratie, über Bürgerrechte, über Menschenrechte. Natürlich, wir dialogisieren über Minderheiten, wir bieten Konzepte an. Und natürlich, meine Damen und Herren, ein ganz großes Thema, eines der großen Themen, was die Zukunft des arabischen Raumes betrifft, die Zukunft der Frauen. Die Frauen werden an der Zukunft des arabischen Raumes, an der Gestaltung der Zukunft einen entscheidenden Beitrag haben. Dass sie erste Schritte in diese Richtung getan haben, ist unübersehbar. Wenn also das 20. Jahrhundert für Europa das Jahrhundert war, nach dem Desaster des Nationalismus uns neu zu organisieren, in einem neuen Europa, das wir am Ende genannt haben und noch immer Gott sei Dank nennen, die Europäische Union, dann ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, zumindest der ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts, die Herausforderung, die Beziehungen
zu unserer Nachbarschaft, zum arabischen Raum, Türkei, Persien, neu zu gestalten. Vielen Dank. Würde und Freiheit. Als zentrale Parolen des aktuellen Aufstandes oder der aktuellen Aufstandsbewegungen, was ist mit sozioökonomischen grundlegenden Forderungen? Ja, natürlich sind die da. Kann man ja nicht leugnen, wer die 90er Jahre überschaut, die 2000er überschaut, wer sich mal die ökonomischen Daten Ägyptens vornimmt oder Tunesiens vornimmt, der wird feststellen, auf der einen Seite sind diese Daten recht positiv, was Wachstum betrifft, Fortschritte bei der Liberalisierung der Wirtschaft, der Privatisierung. Auf der anderen Seite, in Verbindung mit einer erheblichen Bevölkerungsvermehrung, sind die Einkommens immer weiter auseinander gedriftet, bis dramatisch geradezu in Ägypten. Jeder, der einmal durch Kairo geht, kann das ja ablesen. Also das hat schon eine Rolle gespielt. Und Hungerrevolten hat es immer wieder gegeben oder Brotrevolten hat es gegeben, immer wieder auch in den letzten Jahren. Der Brotpreis ist gestiegen, also viele Menschen sind auf die Straße gegangen, draußen standen schon die Truppen. So. Also wer will das leugnen? Aber wo liegt der Unterschied zu dem, dass sich die Menschen jetzt zu Tausenden töten lassen und nicht mehr aufgeben, sich nicht mehr einschüchtern lassen? Das ist die Frage. Da ist etwas hinzugekommen. Jenseits der reinen Ökonomie. Da ist im Bewusstsein hat sich etwas verändert und was sich verändert hat, ist sehr klar. Sie fühlen sich von dem Regime, von den Regimen dort, sie fühlen sich einfach nicht als Menschen wahrgenommen und angenommen. Sie fühlen sich als Masse, die repressiv behandelt wird, wenn sie irgendwelche Forderungen haben. Und die Würde spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die Würde auch dort, wo gar keine Not ist. In Saudi-Arabien ist keine Not. Und trotzdem hat der König das richtige Gespür, obwohl auch in Saudi-Arabien Not ist. Wollen wir aber nicht vergessen. Auch in Saudi-Arabien gibt es Arbeitslosigkeit. Und der König hat in den letzten Monaten viel zu tun versucht, um diese Arbeitslosigkeit aufzufangen, sozusagen. Also ganz ohne soziale Probleme ist auch Saudi-Arabien und sind auch andere Emirate nicht. Aber natürlich nicht so drängend wie in den Slums von Casablanca oder in den Vorstädten von Kairo. Der König hat erkannt, dass am Beginn des 21. Jahrhunderts die Menschen anders ticken. Dass man ihnen nicht mehr Systeme verpassen kann, die irgendwann einmal in der Vergangenheit gegründet worden sind und von daher ihre Legitimation beziehen. Und das man eben sie mitbestimmen lassen muss. Also hat er einen Majlis Ashura gegründet. Dann erkennt er natürlich, dass diese unheilige Allianz mit den Wahhabiten etwas ist, was den Veränderungsprozess in Saudi-Arabien behindert oder zumindest blockiert. Also versucht er dagegen anzugehen. Dann erkennt er natürlich, dass selbst in der islamischen Welt das Kopfschütteln über die Tatsache da ist, dass Frauen aus dem Islam heraus das Autofahren untersagt wird. Das ist einfach nicht mehr modern. Damit diskreditiert sich die saudische Gesellschaft nicht nur als Gesellschaft, sie diskreditiert auch den Islam. Selbst in Iran fahren die Frauen wie die Teufel Autos. Verstehen Sie, das geht nicht mehr nur um Ökonomie, es geht um Würde und es geht wirklich um Freiheit. Das ist etwas, was die Menschen mitkriegen, was ihnen vorbehalten ist. Und das wird mit einem Mal ein kollektives Bewusstsein. Und das ist das Entscheidende. Es wird kollektive Aktion. Und diese Kollektivität der Aktion wird natürlich gefördert durch die neuen Medien. Da gehen nicht mehr nach dem Freitagsgebet oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit 200 Studenten oder 200 Moscheebesucher auf die Straße, sondern da gehen 70.000 Leute auf die Straße und das nicht nur in der Hauptstadt, sondern in den größeren Städten, in der Provinz auch. Und damit hat das Regime ein Riesenproblem. Damit ist es von Anfang an delegitimiert und es kann den Protest nicht mehr als eine Fußnote der Machtausübung
betrachten, sondern muss den Protest als ein wesentliches Element der politischen Interaktion zwischen dem Regime und der Öffentlichkeit betrachten. Und damit ist das Regime von Anfang an delegitimiert. Wenn Tausende von Menschen erledigt werden, umgebracht werden, ist das System delegitimiert.